Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Age of Empires 2 HD. Und zwar in The Forgotten und hier in der Kampagne von Dracula. Die Rückkehr des Drachen. Die zweite Mission also. Dracula wusste, dass er sich mit den Ungarn versöhnen und ihre Hilfe gegen Wladislaw II. Anfordern musste. Wessen Politik auch zugunsten der Osmanen ausgerichtet war. Sein Vater hatte den Fehler gemacht, sich auf die Seite der Osmanen zu schlagen und so der Sache abzuschwören, der er einst einen heiligen Eid geschworen hatte, ihr zu folgen. Dracula war anders. Er erinnerte sich an seine Erziehung unter dem Orden des Drachen und wollte seinen Schwur in Ehren halten. Zudem war der Orden ein mächtiger Verbündeter und seine Elite-Ritter konnten im Kampf gegen die Armeen der Osmanen und den Widersacher Wladislaw II. Gut gebraucht werden. Als Dracula, Jakub, Danislav und Istvan über die Straßen des moldauischen Hafens ging, dachte Dracula über seinen Plan nach, sein Königreich zurückzufordern. Ich erhob mich, um ein weiteres Stück des Schinkens zu nehmen, als der mysteriöse alte Mann seine Erzählung unterbrach. Da fragte einer meiner Kameraden: Was ist als nächstes passiert, mein Freund? Wie hat Dracula es geschafft, seinen rechtmäßigen Thron zurückzuerobern? Der alte Mann schaute für einen Augenblick ins Feuer, sah die Flammen tanzen, als seien sie selbst Soldaten in einer tobenden Schlacht. Erneut erleuchtete ein Funken in seinen Augen, als ein Gedanke in seinem Geist drang und er das Schwert umfasste, das seine Gäste ihm gebracht hatten, Mann. Als es glänzte im Schein des Feuers und das verzierte Heft sah majestätisch aus wie eh und je. Währenddessen war der Sultan Murad II. Gestorben und sein Sohn Mehmed II. War ihm nachgefolgt. Dracula war Mehmed gegenüber seit ihrer gemeinsamen Zeit am osmanischen Hof in Erdirne sehr abgeneigt und war ohne Zweifel, dass Mehmeds Türken ihm in den kommenden Jahren ein Dorn im Auge sein werden. Momentan waren die Türken jedoch abgelenkt. 1453 hatten sie Konstantinopel erobert und waren im Moment mit Feldzügen in Griechenland und Serbien beschäftigt. Bogdan II., Draculas Cousin und der neue Voivode von Moldau, hatte vom Exil und vom Verrat gehört, dem sein Verwandter ausgesetzt war. Er wollte seinen Verwandten Draculesti auf dem Thron der Walachei sehen und hatte die Armee und die Ressourcen, um das durchzusetzen. Wenn Dracula es über die karpatischen Berge bis nach Transsilvanien schaffen und sich mit Ungarn verbünden würde, könnte ein dreifacher Angriff auf die Walachei, der Danesti und die türkischen Stellungen dort geführt werden. Ach du Scheiße. Klingt kompliziert. Willkommen, Vlad. Was wünscht ihr vom demütigen Moldau? Ich wünsche Rat um die Woiwodschaft der Walachei, mein Geburtsrecht wiederzuerlangen. Im Nordwesten, im Wald von Transsilvanien, liegt das Schloss Bran, eine Festung des Drachenorden. Dort werdet ihr Unterstützung finden. Oh, sieht hübsch aus. Wir werden dort in aller Eile hinreiten. Geht, aber habt Acht vor den Truppen der Danesti auf dem Weg. Okay. Dracula muss überleben. Jakub muss überleben. Istvan muss überleben. Danislav muss überleben. Dracula muss das Tor des Schlosses Bran in Transsilvanien passieren. Die Straße zwischen den Klippen direkt im Nordosten von Moldau ist der beste Weg, das Schloss Bran zu erreichen. Außerdem ist es die Route, die der General der Danesti gerne für seine geruhsam Spaziergänge benutzt. Ungarn wird ein Bündnis anbieten, wenn sie ihren Eifer beweisen, indem sie die Imperialzeit erreichen. Ihnen sicher, dass sie nicht vernichtet werden. Sobald sie das Schloss Bran erreichen, wird das Szenario anfangen, sich wie eine Runde Risiko zu spielen.
Die meisten einheimischen graue Städte und Dörfer auf der Karte können von jeder Großmacht eingenommen werden und jede hat spezielle nützliche Gebäude, in denen Einheiten rekrutiert werden können. Die Kontrolle einer Stadt wird bestimmt durch den Besitz der konvertierten Fackel in jeder einzelnen. Bewachen Sie sie gut oder sie werden schnell fallen. Die Hauptstadt jedes Spieler kann jedoch nicht eingenommen werden, sondern muss im herkömmlichen Sinne zerstört werden. What the fuck? Einige Gebäude besitzen spezielle Mechaniken, die verwendet werden können, damit diese keine Einheiten mehr produzieren. Das Schloss Branweltwunder wird periodisch Paladine für Dracula produzieren und das Gasthaus Handelshof im Zentrum der Karte produziert Söldner. Vlad Dracula kann die Imperialzeit erreichen. Wow. Ihre Speer berichten. Dracula und seine loyalen Herren beginnen im Exil im Königreich Moldau Orange, welches eine Armee von Bojaren, Bogenschützen, Infanterie und Belagerungseinheiten mit wenig Kavallerie ins Feld schicken wird. Moldau unterstützt Draculas Anspruch auf den Thron der Walachei. Einige einheimische Städte und Dörfer grau, viele von ihnen an der Donau, sind auf der Karte verteilt. Weit im Norden liegt das Schloss Bran, die Hauptstadt des Kreuzritterordens des Drachen, die loyal zu den Dracus Lesti steht, der Familie Draculas. Im Nordwesten der Karte liegt ein ungarischer Grün mit dem Militärlager. Die Ungarn rekrutieren scharenweise Kavallerie, unterstützt von wenig leichter Infanterie, Bogenschützen und Belagerungseinheiten. Wenn ihre Loyalität gilt, ist unbekannt. Früher unterstützten sie Wladislaw II., ärgerten sich aber über seine pro-türkische Politik und könnten jetzt stattdessen Dracula unterstützen. Im Süden liegt das Territorium des Osmanischen Reiches, Violett, welches Dracula aufgrund ihrer Unterstützung Wladislaw II. Feindselig gegenübersteht, sich derzeit aber mehr auf den Krieg gegen Ungarn konzentriert. Ihre Armee besetzt sich aus leichter Infanterie, Kavallerie, Bogenschützen, Belagerungseinheiten und den legendären Janschan zusammen. Wladislaw II. Sian ist bei weitem die größte Bedrohung. Er kontrolliert Dragovist, die Hauptstadt der Walachei, weit im Westen der Karte. Er wird schwere Kavallerie-Infanterie, Bogenschützen, Belagerungseinheiten, Mönche und die gefürchteten Bojaren rekrutieren. Zusätzlich wird er versuchen, die Donau mit einer Flut von Schiffen zu kontrollieren. Okay. Also wir haben jetzt hier nur Helden. Das ist ja mal interessant, ne? Hier haben wir nur Helden. Jetzt mal an. Der Tricksack. Ja, echt viele Truppen. Aber der wird mich wohl kaum unterstützen. Mit Truppen. Weil sieht nicht aus, als ob der so viele wirklich hätte. Ach, guck mal an, ey. Hier haben wir einen Sneaky Ray. Das gehört noch alles zu dem, ne? Holy moly. Das ist ja echt eine gut beschützte Stadt hier oben. Okay, da oben ist tatsächlich mal eine Grenze von seinem Gebiet. Ah, okay. Ich nehme mal an, hier ist ein Gegner und deswegen können wir da nicht rüber.
Oh, sieht wieder mal schick aus, muss man sagen. Also Maps erstellen können die Säcke, ne? So, ihr geht aber da oben raus. Mit euch möchte ich den möglichst direkten Weg ansteuern. So, mit euch nicht. Mit euch. Mit dir nicht. Hier will ich noch ein bisschen erkunden. Ah, warte mal, bevor ich hier wieder irgendein Fail des Jahres hinlege. Einmal kurz, ja. Ich muss mir bald eine neue Überschrift einfallen lassen. Okay. Diese Mine könnte sich später als nützlich erweisen. So, warte mal. Halten wir mal gerade nochmal hier hin. Siehst du mal, da habe ich eine Mine hier gefunden. Oh, hier geht's auch noch nicht lang. Ach du Scheiße! Meine Güte, was hat denn der Turm für einen Angriff? Oh, lol. Okay. Scheint auch einfach nur dieser eine Weg sein zu sollen. Könnte dies hier auch mal eine Armee auf sich lenken und sie weglocken. Puh, können wir machen. Aber ist es wirklich so schlimm, wenn wir die angreifen? Na komm, wir locken die jetzt einfach weg. Okay. Ja, ich glaube, ich hätte das nicht überlebt. Ist aber wieder nice gemacht, ne? Hier so schöne Scripts mit eingebaut. Was soll ich schon sagen? Komm, wir machen den hier mal gerade platt. Oh. Sieht man uns nicht. Okay, hier ist ein Gold, ein Stein. Hier nochmal. Also extrem reich gesegnet an Rohstoffen, das ist er jetzt nicht, ne?
Warum müssen denn die Rohstoffe so einzeln überall gesetzt sein? Ist ja, oh, das ist ekelhaft. Hier haben wir was. Okay, da geht es auch erst später runter. Also, es ist zwar relativ reich an Rohstoffen. Wow. Jetzt mal die Frage, ne? Können wir die gar nicht angreifen, oder? Ach du Scheiße. Gut, das sind jetzt einige Gegner. Mist. Ja, ist ja gut. Also, Dorf nicht angreifen. Oder Dorf nur anders angreifen. Warte mal, das kriegen wir doch hin. Ah nee, das sind ja die Ungarn. Die wollen wir ja auf unserer Seite haben. Oh. Oh. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, ist ja gut, Mensch. Warum dann direkt so krantig? Allzu groß ist die Map ja nicht, ne? Erhebt euch, Brüder des Sahns, lasst uns den Thronräuber in sein Grab schicken. Okay. Das Schloss Bran darf nicht fallen. Machen Sie Ihre Armee auf und ersuchen Sie die Städte, um Hilfe umzugewinnen. Die Burg in Dragovist, weit im Westen der Karte, und töten Sie Vladislav den Zweiten. Okay. Dann würde ich mal sagen, du machst das, du machst das, du machst das, du machst, nein, das. Du machst das, 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 du machst das. Gut, dann haben wir also mehr als genügend Leute auf Nahrung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das ist vorerst ausreichend. So. So, wir haben ja hier nur noch Ultra. Aha. Haben wir keine Verbündeten? Doch. Da haben wir. Wir haben zwei Verbündete. Aber wir können nicht aus ihrer Sicht gucken. Das ist aber schade, ne?
nochmal hier. 125. Ja. Machen wir. Dann können wir das hier nämlich auch im Grunde ausbauen. Perfekt. So, hier unten haben wir ja so Gold, ne? Da bauen wir dann gleich auch einfach mal so fröhlich drauf zu. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was wir überhaupt haben. Also, Elite-Kämpfer haben wir, Paladine haben wir. Oh, geil. Paladine. Das heißt, wir brauchen höchstwahrscheinlich nichts an Elite. Spezialeinheit, der Ungarische. Leichte Gefinger mit einem Angriff gegen Belagerungswaffen. Aha. Okay. Das ist mal echt interessant. Ich glaube, ich habe jetzt das Falsche angefangen. Das hier ist... Das brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. So, da haben wir das ab... Fertig. Dann... Da noch 10. Einer von euch baut mir mal noch ein Dorfzentrum. Wohin ist eher so die Frage? Weil irgendwie passt das nirgendwo so wirklich hin. Boah, ey, das haben die doch mit Absicht gemacht. Boah, ey, das haben die doch wirklich mit Absicht gemacht. Ich kann nirgendwo was hinbauen. Ja, weil wenn ihr da lang lauft, dann seid ihr halt tot, ne? Ist klar. Aber ich kann keine Militärgebäude bauen. Oh Mann, ey. Gut, dann bauen wir da zuerst ab.
So, komm schon. So, dann noch mal kurz speichern. So, ich verstehe das noch nicht so ganz mit dem Dörfern. Also hier sind überall Gebäude, die man einnehmen kann. So, da zum Beispiel. Da wollen wir jetzt hin. So, wie soll ich da hochkommen? Ihr seid ja lustig. Weil hier sind ja überall so verteilte Rohstoffe. So, wenn die Dorfbewohner da durch sind. Sollte mich, ach, guck mal an. Ne, brauche ich alles nicht. Aber ich kann hier Reiterei ausbilden. Kavallerie bewegt sich schneller. Das klingt doch schon mal gut. So, okay. Weiß ist Vladislav der Zweite. Okay. Dann weiß ich das jetzt auch. Okay, kann ich noch nicht. Dann ist natürlich da die Frage, warum nicht?
Nebenziele, Mann, okay. Kann ich jetzt? Ah, okay. Oh, warte mal, wir können, das können wir ja tatsächlich bauen. Oh, ihr bleibt einfach mal hier. Ich sehe keinen Sinn in unserem Kampf, wenn wir in den Türken einen gemeinsamen Gegner haben. Wenn ihr euch sehen würdet, würden wir uns freuen, ihnen beizutreten. Wenn sie den Jungen 1000 Nahrung tribiert, eben Unterstützung erwerben. 1000 Nahrung? Oh, dass diese Tore halt einfach offen sind, ja. Ist halt so tückisch. So, gib mir mal 1000 Nahrung grad, Mensch. Ach komm, ihr Sklaven, macht mal hin. So. 1000 Nahrung an die Ungarn. Eins. Okay, kann ich noch nicht.
weil ich Tribut zahlen bin, bezahlen muss dafür. Dann müssen wir warten, bis wir 1200 haben. Dann müssen wir hierauf auch noch sparen. Okay. Dann haben wir ja nur Osmanische Reich als neutral. Wladislav als Gegner und Wladislav als Gegner. Sehr Wladislav. Yes! Paladine! So, jetzt können wir Dings hier ausbilden weiter. Und hier auch. Keine Nahrung, wa? 53 Nahrung brauche ich. Na super. Ich hätte ja gerne da das Kloster. Einfach mal so immens. Krass ist, ich hab gleich auch noch so viel, ey. Geh mal dahin. Na komm. Scheiße! Ah, der eine Hit hätte ja noch sein dürfen.
Scheiße. Meine Güte. Was ist denn hier passiert? Da haben die einfach mal fast alle meine Leute weggefetzt, ey. Das ist immer echt krass. Drauf. So, du gehst mal wieder dahin. Unser Verbündeter, oder? Ja. So, da haben wir das hier überstanden.
So. Haben wir hier tatsächlich noch was. Ach du meine Güte, ey, hier geht ja echt ganz weite Wege. So, was haben wir denn hier? Auch nochmal so ein Dorf. So. Wieso steht da ein einzelner Turm, ey? Ja, auch mal lustig. Nein, nicht wieder. Mann, ey, bleib da einfach da. Ja, einfach genau da stehen bleiben. Ist ja jetzt nicht so schwer. So. Dieser eine Mönch ist da so ewig am Heilen. So, 10 Marktkarren dürften ausreichen. Ich würde halt schon irgendwie gerne mal wissen, was meine Verbündeten so treiben, aber das wird ja einem immer denied, ja? Gut. Dann geht man hier runter. Ach, guck mal an. Noch ein Dorf. So. Das habe ich noch gar nicht erforscht. Das ist ja mal lol.
habe ich hier auch noch nicht erforscht. Oh Mann, ich habe so einiges noch nicht erforscht, fällt mir immer gerade so ein. Oh, das sind Slaven. Okay. Der greift da an. Aber wir wollen wissen, hier dürfte ja eigentlich der Dings sein. Und was für eine Taverne. War so dumm. Hier was auf Dubs doch. Und super Holzfäller. So, also du baust mir mal da bitte eine. Aha, okay. Das ist unser Verbündeter. Nein. So, da hat er ja einiges zu tun. Ich würde gern echt die ganze Sicht mal auf die Gegner haben, aber ist halt wieder so sackteuer, ne? 9600, ey. Mei, mei, mei. Wo denn? Das ist mir nicht so wichtig, diese blöden Häfen. So. Die zwei geht mal dahin. Eins geht mal da. So, zwei weiter. Hier ist halt so ein riesen Hügel. Was ist denn das? Komm schon. Erklimmen wir.
Perfekt. Ihr seid nämlich bei mir jetzt drei. Nein, ich habe doch noch ein Dings bekommen. Mitten in den Bergen, ey. So, Mörderlöcher. Bitte mal. So. Geht mir einfach nicht auf den Senkel, dann haben wir auch viel Freude miteinander. Oh, komm schon. So unüberlegt macht ihr halt echt okay. So, dann bauen wir da unten mal Paladin ein paar. Go!
So. Müssen wir das hier ähnlich machen. So, aber diesmal müssen wir da das Dorf wirklich mal auch ausschalten. Ja, jetzt werde ich halt hier permanent angegriffen, ne? Das ist schon ekelhaft. Alter Schwede. Das ist doch echt der reinste Abfuck gerade. So. Komm, du noch. Los, reite mal bis dahin. Bisschen Buchsehude hast du nicht gesehen.
So, ich kann im Markt jetzt mal einiges verkaufen an Holz. Ja, dann kann ich nämlich hier wieder schön Leute. Ah, na super, jetzt habt ihr euch da aufgebaut und seid halt außerhalb der Reichweite, ne? Habt ihr ja immer wieder prima gemacht. Na, geh mal dahin. Jetzt bau mal auf. Was macht ihr denn da hinten, Mensch? Oh Gott, könntet ihr mal bitte besser schießen? So. 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 Weiter geht's. So.
Wo sind denn meine Goldschürfer mittlerweile? Ah, da. Gibt es sonst noch einen, der arbeitslos ist? Ach komm, Mann, ey, das ist doch nicht mehr feierlich. So, dann muss ich unbedingt bei dem Markt, den ich noch hier habe, ein bisschen Nahrung. Ein bisschen Holz verkaufen. So. Dann können wir hier wieder 1, 2, 3. Nicht genügend Holz, willst du mich verarschen? So. Hat halt mein Verbündeter, die Ungarn, das geholt, ey. Oh Mann. Die Mission gestaltet sich als schwieriger als gehofft. Allein weil die sich einfach mal so extremst wehren, ja. Drei reichen ja erstmal. So. Eieiei. Oh Mann, ey, was ist denn daran so schwer, auf diesen einen Typen da loszugehen? Ehrlich.
Wie weit seid ihr hier unten? Oh, immer noch nicht. Auch halt mal wieder Gold, ne? So viele Paladine, wie ich hier hab drauf gehen lassen, ey, da geht ja auf keine Kuhhaut, ey. So, hier jeweils zwei Paladine noch und dann. Naja, vielleicht schaffen sie es ja. Ich glaub's noch nicht dran. So. Kommt schon. Ja. Und der letzte. Ja. Ihr könnt halt nicht angreifen, ne? So, die große Eins. Wir greifen wieder von unten an. Ist eigentlich der beste Weg. Ey! Die Vier gehört auch wieder mir. Komm, euch, ohne euch macht das halt keinen Sinn. Okay. Alter Schwede, ja dann lasst euch halt abballern von den zwei Janitscharen, ey. Ah, okay. Gut. Dann das Ganze jetzt abbauen. Geh mir nicht auf den Piss. Thank you.
So. Komm, reiß diese Burg schneller ein. Ah, Burg ist eingerissen. Aha! Wieso habt ihr eigentlich so eine blöde Reichweite, ehrlich? So, wir machen jetzt auf euch feindlich. So, ich habe keine Lust mehr. Ja. Los. Gut. Hier schaffen wir immer weiter schöne Truppen. Nein! Mann, ey, warum willst du denn in den Tod laufen? Hat das Osmanische Reich. Komm, Produktionsgebäude zuerst. Thank you.
Ja, die gehen, glaube ich, alle immer in den Turm rein, sobald die beschworen sind. Genau. Warum auch die Kaserne abschießen, wo immer neue Truppen rauskommen, ne? So. Ich habe tatsächlich immer noch keine Arbeitslosen, das ist cool. Wir leben denn noch? Ja, soll ich doch, die laufen da immer hin. Ja, das sind so Deppen. Was? Greif den da an. Ja, greift mal da den Turm an. Weitermachen. Da noch ein Schuss drauf und dann. Ja, ihr misst halt beide, ihr Volltrottel. Echt mal ein bisschen Zielwasser trinken, werden gesagt.
Danach geht er dahin. Packt euch nochmal aus. Und dann geht der Rest nämlich von ganz alleine. Und Action. Guck mal an, was da so alles an Gold rumschwirrt. Das ist ja interessant. Warum die immer die Häuser zuerst angreifen, ich verstehe es nicht. Da muss doch die KI so klug sein und so, wie viel haben wir? 7400. So, du gehst mir jetzt auch hier Gold abbauen. Na, sonst ist noch keiner. Oha. Das Gegner? Nee. Brauchen wir halt überhaupt nicht, aber egal. So, wir können ja mal ein paar Sachen verkaufen. So. Und dann... Da muss natürlich der Mönch dabei gewesen sein, ne? So. Oh, das ist eine intakte Brücke. So, jetzt kann ich endlich alles sehen.
Weiß ich auch warum, das türkische Reich nicht aufgegeben hat. So. Ach, der Turm steht schon nicht mehr. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das ruckelt bei mir, das ist ja lustig. Aber das ist jetzt mal eine harte Folge gewesen. So. Mal zwei volle Bataillone von denen, ne? Es kommen mir noch welche hinzu. Einfach mit allem angreifen, was hier ist, ne? Na komm schon. Stürmen wir so ziemlich alle das gegnerische Lager. Oder war auch mal Zeit, ne? Guck mal, wer da hinten sich versteckt.
einmal zusammenbauen. Dann bitte. Ne, gib einfach mal hier. Der Burg wird nichts eingerissen. Und badam! Noch eine Salve oder zwei. Ja, mal werden sehen. Batz, da ist er tot. Er ist tot! Ach, das war eine schwere Geburt, muss man sagen. Und ein langes Spiel, tut mir leid. So, der Abspann. Der abgemagerte alte Mann gab ein schwaches Lächeln von sich. Die Stärke des Geistes kann andere Nachteile ausgleichen, merkte er mit ernster Stimme an. Es war ein glorreicher Sieg. Dracula schlachtete unzählige feindliche Truppen und Männer der Danisti ab. Der große Kreis von gepfählten Männern, der sich bald rund um Targowiest bildete, würde Händler und Reisende für viele Wochen einschüchtern, und Draculas Armee veranstaltete eine ganze Woche ein Festessen, um den Sieg zu feiern. Die Walachei war zurück in den Händen der Draculesti, aber es war nicht die Walachei, über die sein Vater geherrscht hatte. Das Land war karg von den endlosen Kriegen, und als Dracula Targowiest betrat, sei eine Stadt, die voll war von Korruption, Verbrechen und Armut, brummte der alte Mann. Es war ein großer Triumph, bemerkte er, aber es scheint, als gab es viel zu tun. Wie hat er die zerstörte Hülle eines Landes so schnell zu neuer Macht gebracht, mit der er sich zu messen galt? Der alte Mann grinste, seine Augen funkelten wieder auf und er schien sich zu alten Tagen zurückzusehen. Dracula verachtete Unaufrichtigkeit und Verbrechen und wollte sie nicht nur aus persönlichen Gründen eliminieren, sondern weil er wusste, dass die Walachei im Angesicht ihrer Feinde stark bleiben musste. Sie musste sich der überwältigenden Macht der osmanischen Streitkraft stellen, und zwar bald. Und so begann seine Reformen. Boah, so, jetzt will ich mal Militärstatistik. 507 getötete Einheiten. Oh Mann. Oh, und als nächstes kommt dann die Mission der Atem des Drachen. Unten rechts seht ihr wieder mal die Playlist von Dracula und links irgendein Video, was euch zu euch geschnitten ist. Nun gut, ihr könnt da ja gerne mal reinschauen. Bis dahin, ciao.